des Lebens, nicht wahr? Warte mal ganz kurz. I'm waiting. Eventuell hat es gerade meine Aufnahme zerschossen. Okay. Was? Ja, nimmst du jetzt noch auf oder so? Warte auf HDMI-Videosignal. Es nimmt noch weiter auf, aber es wartet auf HDMI-Videosignal. Okay. Ich soll meine HDMI-Kabel checken. Aber ich habe Bild. Ja, woran liegt's denn? Wackelkontakt im Kabel. irgendwas sowas wird sein. Oh je, besser nicht. Naja, wenn deine Aufnahme steht, ist er auch noch in Ordnung. Ja. Ja. Also ich hab noch laufendes Bild. Das Problem ist tatsächlich, dass mein Aufnahmegerät nimmt weiter auf, aber ich habe auf dem Kontrollbild Standbild. Du bewegst dich auch gerade nicht. Ja, nee, weil ich gerade am Doktern bin. Ach so. Ja, du hast noch 180 Sekunden auf der Uhr. Ja, alles gut. Ja, man kann ja schon mal hier rausgehen. So. Ich stopp mal meine Aufnahme. Und starte die nochmal neu. Ja. Vielleicht kannst du dann im Schnitt dann danach auch schon mal schneiden. Folgenende wäre jetzt perfekt. Dann so. Ne? Ist ja Bescheid. Ah, das kriegen wir irgendwie hin. Wow, ich kann noch nicht mehr Stopp auf meine Aufnahme drücken. Ah, jetzt. Aufnahmeprogramm abgestürzt. Tatsächlich irgendwie... Oder deine Festplatte ist voll. Nee, der sagt mir No HDMI Signal Detected. Ich starte den dann mal ganz kurz neu. Vielleicht hat er jetzt auch immer weiter aufgenommen, das weiß ich jetzt nicht. Das checke ich jetzt nicht. Stattdessen starte ich neu. Deine Aufnahme läuft noch, ne? Ja. Sehr schön. Dann bekommt ihr das mal mit, das ist live. Live Technik Pun Service. Ja, das heißt, ich muss dann halt auch den Sound wieder perfekt schneiden. Ja, Post-Production ist mächtig. Die wird heftig. ich muss mir jetzt ein Wort ausdenken, wo ich dann gleich weiß, wenn ich jetzt auf die Aufnahme wieder drücke und dann weiterspiele, ist für euch jetzt alles langweilig, aber für mich ist es wichtig, dass ich weiß, ab wann die Aufnahme wieder losgeht, dass ich das dann hab. Okay. Ich könnte auch wieder 3, 2, 1 machen, aber das ist ja langweilig. Penis. Los. Ohne Item geht er in das Level, weil er gerade nichts anderes verdient hat, weil er gerade den kompletten Prozess der Aufnahme aufgehalten hat. Mit seiner schieren Existenz. Ach du Scheiße. Dum-diddle-dum-dum-bum. Was haben wir denn noch? Ah ja, ein bisschen haben wir noch was. Wenn es jetzt natürlich weiter aufgenommen hat, dann ist es natürlich sehr gut für mich. Weil dann brauche ich nur die zwei Dinger aneinander zu setzen. Die beiden Penisse. Richtig, und dann brauche ich auch gar nichts mehr schneiden. Und das ist für meine Arbeitspolitik sehr gut. Weil ihr wisst ja, faul. Jetzt hab ich aber Angst, wieder hier irgendwie an den Tisch zu kommen und zu rütteln, bevor hier gleich wieder alles düdüm macht und alles weg ist. Ja, danke Stern für nix, ey, ohne Scheiß. Dämlicher Penisbirnensterne. Es wäre ja auch mal lustig gewesen, wenn eine Aufnahme, die wir machen wollen, alles... Fuck nochmal, ey. Ich glaube, ein P-Flügel wäre jetzt mal gut. Bringt er was in dem Level? Ich denke schon. Also wir haben ja nur noch die beiden Level und die Fortress überspringen wir und dann haben wir nur noch den Panzer und das Castle. Das Castle. The Emperor's Castle. Da rein?
Oh Gott, was? Oh, drei Leben, das die, ist... Die nehme ich auf jeden Fall. Ja. Wäre jetzt irgendwie kacke, wenn er jetzt so einen Hammerbruder-Anzug drin von der Pflege. Das wäre nicht weg. Kacke gewesen, ey. Den hätte ich keine zwei Sekunden gehabt, ey. Ich hatte mal einen sehr, sehr lustigen Bug in der in der echten, also in der ursprünglichen NES-Fassung, also damals auch wirklich auf dem NES mit der Cartridge und so. Meine SMB3-Cartridge war nicht mehr die beste. Ich sag's mal so. Die war oben schon eingedrückt, die hat ein Loch oben. Konntest prinzipiell reingucken. Und irgendwie ist es dann, das wusste ich auch nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher, wo hier der Geheimgang war, weil hier gibt es später, glaube ich, noch mehr von diesen Treibsand-Dingern. Aber war wohl richtig geraten. Cool. Wobei, das habe ich schon mal gesehen. Vielleicht wusste ich das und habe es einfach vergessen. Aber tatsächlich hatte ich mal einen Bug, wo mein Spiel lauter hässliche Scheißstreifen hatte, weil es nicht richtig geladen hat. Aber es ist gelaufen. Und tatsächlich war es so, wenn ich die Itembox aktiviert hatte, war alles voller P-Flügel. Frag mich nicht warum, aber ich habe in jedem Level P-Flügel benutzt. Ich war schnell mit dem Game fertig. Ja, das kriegst du ja auch, wenn du es einmal durchspielst und dann neu anfängst, hast du auch alles P-Flügel drin. Wirklich? Ja. Also wenn du es jetzt durchspielst und dann startest du das Spiel nach dem Abspann, fängst ein neues Spiel direkt nach dem Abspann an, dann ist alles voller P-Flügel. So, da kannst du jetzt die Wolke nutzen. Dann gehst du links in die Röhre. Weil da war Nintendo zu blöde und hat die Röhre, mit der man weiterkommt, nicht mit dem Tor versperrt. Und da wir dann das nächste Mal, wenn wir sterben, nur zur Röhre zurückgesetzt werden, weil die genau. Röhre als Level zählt... Richtig. Ja, Nintendo. Dunkel auch. Try better next time. Ich glaube, das ist auch nie irgendwie geändert worden. Ich meine, in der All-Stars-Fassung haben sie das auch nicht umgeändert. Ich meine, sie hätten es ja theoretisch nach der Famicom-Version für die westliche NES-Version schon umändern können. Aber da war ja eh deren Intention, das Spiel aus welchen Gründen auch immer leichter zu machen. So wie bei Super Mario Bros. 2. Ja. Weil eigentlich ist es ja meist eher immer umgekehrt gewesen, dass man die westlichen Spiele schwerer gemacht hat, weil in Japan ist ja das Leihen von Videospielen seit den frühen 80er Jahren verboten. Ach so. Warum ist das so? Das ist per Gesetz mal einfach so dort bestimmt worden. Okay, wild. Und viele Spiele, zum Beispiel Castlevania 3, sind deswegen in den US- und europäischen Fassungen wesentlich schwerer. Gemeinheit. Ja. Schön, wie auch alles auf einmal anhält. Oh nee. Da ist er. Oh. Ich bin über ihn drüber gesprungen. Ich bin so schlecht, ey. Das darfst du keinem erzählen. Ich habe ja auch noch eine Wolke. Ja. Wäre jetzt peinlich, wenn ich das nicht mit eingeplant hätte. Hätte ich das Spiel beenden müssen, wie peinlich. Oh Gott, ich muss das Castle machen. Aber es ist ja Mario Brothers 3, ne? Also eigentlich musst du das Spiel beenden. Überbewertet. Echt mal. Ich meine, als Preis gibt's nur eine Prinzessin. Na, lame. Schiebung. Wo ist das Geld? Der Ruhm? Die Publicity? Der Promi-Status? Die 2 Millionen Follower auf Twitter. Die Frage ist, ob du jetzt noch auf Twitter willst. Ich bin nicht mehr da. Ich habe mein Konto vor fast einem Jahr gelöscht. Du wusstest, dass Elon den Laden schmeißt. Damals wusste ich es noch nicht, aber
Ja, ich meine, der will ja irgendwie mit aller Macht irgend so einen komischen Penner da zurückholen, dessen Konto gesperrt wurde. Du meinst Dagobert? Dagobert Rumsfeld. Ach Gott, ja, ach, ja, fuck Social Media, ne? Ja, so ist es. Ja, ja, du kriegst den ersten Schuss gegen Bowser, ne? Ja, du. Mit dem echten Arsenal, ey. Wird zwar wahrscheinlich nichts bringen, aber... Wo der Bowser wohl Laserwaffen her hatte, also der muss auch ein Zeitreisender gewesen sein. Stimmt. Dafür, dass er in der 1988er Dimension ist. Ja, komm, wenn... Nein! Ach, du heilige Kacke. Ging mir gerade der Stift... Oh, ich bin hier falsch, ne? Nee. Da kannst du auch lang gehen. Ist... Ja, obwohl, das ist jetzt, glaube ich, eine Tür, die dich nicht zum Ziel führt. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder? Nee, doch, das sieht gut aus. Oh, nee, das sieht nach Anfang aus. Tatsächlich. Ja, das war's mit dem P-Flügel. Dann darfst du doch das Schloss machen, cool. Du bist ja noch nicht tot. Das ist richtig. Ich bin nämlich Luigi. Luigi Mario. Luigi Mario und nicht tot. Getötet von einer Disco-Kugel. Ja, du, das passiert. Ah, ich nehme mal die Feuerblume. Es wäre cool, wenn wir mit der Feuerblume bis zu Bowser durchkommen würden. Ja, dann hättest du easy win. Könnte man den nämlich irgendwie so, ich glaube, mit 30 Feuerbällen töten oder so. Dinge, die man halt so macht. Du, vielleicht lasse ich auch das Schwarzbild, in wo sich meine Aufnahme einfach aufgehangen hat, auch einfach drin. Aus Faulheit. Ach, scheiße, da hätte ich mich jetzt irgendwie so, ja doch, hier durchglitschen. Ah, guck mal, wie er es einfach, wie er einfach der Held ist. Das sieht richtig aus. Ja, ich glaube, wir kriegen mal kein Power-Up mehr. Glaub's kaum. Oh, der Sprung ist mies. Ja, dann wird's eben der lange Bowser-Kampf. Egal. Döp, 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 döp. Ja, das war Super Mario Bros. 3. Ich meine Super Mario 3D Welt Dimension Geheim. Die Top Secret World, wie in Mario World. Richtig. Oh ne, es ist noch nicht... It's not over yet. Okay, oh, okay. Kann er so weit runterspucken? Nee. Also. Es war ein Fest. Also ich habe auch nicht gedacht, dass wir SMB3 in einem Abend durchzocken. Ich meine, Super Mario 3D World Dimension Geheim. Flöten sei Dank, ey. Ja, wie gut, dass wir sie mitgenommen haben. Ja, nee, fand ich auch in Ordnung. Weil war jetzt angenehme Länge von 2 Stunden jetzt. Dann eine 1,5 Stunden noch 3D World. War schön. Ordentlich Material. Ja, jetzt können wir euch aber erzählen, wir sind eigentlich nicht in der Geheimdimension, sondern wir haben auf dem NES gespielt. Richtig. Just kidding. Just kidding. Bye, bye. So, uncut. War schön. War schön. Hat Spaß gemacht. Jetzt können wir auch eine ordentliche Abmod auch für SMB3 machen. Für Super Mario 3D World, meine ich. war mal schön, dich auf dem Channel zu haben. Trotz technischer Probleme, die dich jetzt durch alle 3 Aufnahmetage gezogen haben. Es geht einfach nicht ohne. Na, obwohl in der ersten war ja eigentlich nichts. Nee, in der ersten war nichts, stimmt. Was recht. es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen, ihr hier an den Empfangsbildschirmen.
eurer Wahl. Es gibt ja inzwischen 10.000 und jeder hat 5.000 davon. Ja, ihr habt es am besten, habt ihr es auf dem Fernseher, auf dem Computer, auf dem Tablet, auf dem Handy gleichzeitig geguckt. Richtig, schön auf 4K, dass ihr jeden Pixel seht. Ja. Wir rendern das ja auch nur in 240p, kein Problem, immer gern für euch. Ja. Man muss sparen, wo man kann. Ja, genau. The end. Ja, wie gesagt, es war wunderbar. Ja, start mal ein neues Spiel, dass ich jetzt sehe, die mit diesen P-Flügeln da, kann ja nicht sein. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich vollkommene Scheiße erzählt. Aber jetzt nee. Ist es. Das wusste ich tatsächlich nicht. So macht das Spiel richtig Spaß. Ey, komm, drück doch noch einmal A. Oh ja, richtig. Der letzte Kampf um die Krone. Oh fuck, das ist der falsche Controller. Oh, ich hab einen Punkt. Oh! Er hat sich die letzte Krone geholt, weil er sie verdient. Cheat to win. Nee, danke, dass du auf dem Channel warst. Ich war ja auch bei dir, mal wieder. Bei dir ist es ja nichts mehr Neues. Nö. Ja, beim nächsten Mal bist du dann dran. Ja, wenn wir eine Runde Tecmo Bowlen oder Tennis gegeneinander spielen. Double Dragon. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr zu Hause hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Schein hatte ihn wahrscheinlich auch. Er hat ihn gerade immer noch. Wir sind gerade in die nächste Rakete gestiegen. Bum Bum Hayabusa ist am Werk. Sind im Bum 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 Abraham Hayabusa. Ist am Werk und jetzt geht's richtig los. Gib ihm. Gib ihm richtig. Aber wir können jetzt nicht hier beenden, ohne dass wir Ninja Gaiden 1 noch auf Platte haben. Father! It was not by my hand. Yes. And then I'm once again given flesh. Kann nur 300 Jahre dauern, dieser Boss. Gut alten Ninja Gaiden Zeiten. Ist auch bei mir auf dem Channel zu finden, allerdings in sehr schlecht. Jetzt muss ich die Frage aber unverblümt stellen. Wagen wir es, in ferner Zukunft nochmal in eine Dimensionsröhre zu springen? Mit Sicherheit. Und dann gibt es vielleicht Marken. Sowas wie dieses hier zu sehen. Okay, das können wir auch machen. Den Teil habe ich aber allerdings wirklich gespielt. Also wir können dann gerne, ich meine, Super Metroid habe ich auch mal gespielt, aber nie durch. Das ist ein Verbrechen. Deswegen müssen wir das nachholen. Also, wir kündigen hiermit an. Und diesmal wirklich. Das nächste Mal, wenn der Schein auf meinem Channel ist, dann für Super Metroid. Das ist ein Wort. Das ist ein Versprechen, das ist ein Wort. Das ist Raiga. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Keep gaming und du hast das letzte Wort. Danke, dass du mir mal einen Spruch gestohlen hast. Das war der Plan. Dann sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss und Tüdelü.